Hallo Leute, ich war heute ein zweites Mal in Messe und ich habe sehr schöne Päckchen von Hanemüller erhalten. So, gucken wir mal da rein, was da ist. So, ganz diese Watercolor Selection. Sie hatten früher Watercolor Collection, da war auch verschiedene Papiere von Hanemüller für Wasserfarbe sozusagen. Und diesmal, sie haben Neuigkeiten und da gibt auch Erneuerungen. Sie haben diesmal Collection Watercolor 300 und 640 Gramm und andere sehr interessante Arten von Papier, ja. Und ich habe im Plan manche Papiere ausprobieren. Insbesondere mich interessiert The Collection Watercolor. Das ist 100% Baumwolle. Und auch Agave Watercolor und Harmony. Ja, das habe ich noch nicht probiert und das ist für mich sehr interessant, wie das aussieht. Ich probiere das auch mit Wasserfarben und auch mit Aquarellstifte von Albert Dürer. So, von Faber-Castell Albert Dürer sozusagen. Ja, dann haben wir Hanemüller für Öl. Das ist Ölacryl. Das ist ein bisschen sozusagen Leinwandtextur und auch andere. So, das ist rundum geleimt, was ich toll finde. Und da habe ich auch ein paar Motiven, was ich zeigen will, weil ich habe ein paar interessante Ölfarben von Schminke und auch eine Farbe von ihrer Schminke-Neuigkeit, sozusagen wassermischbare Ölfarben, sozusagen. Ja. Dann ich habe paar Postkarten mit sozusagen von Hanemüller. Sie haben sehr schöne Bild hier. So. Und da ist solche Postkarten und sie haben einigermaßen nicht so raue Oberfläche, ja. Und das probieren wir auch. Ja. So. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Wahrscheinlich diese Woche, ich hoffe ich mal, ja, mit Wasserfarben. Video mit Ölfarben kommt auch, aber später. Ja. Dann, da gibt auch sehr schöne Sachen, unschlagbare diese flattbare Malbecher, ja. Das ist eine sehr gute Sache. Das kann man so. Mensch. Künstler und Technologien. Toll. Okay. Ja, ich habe das hingekriegt. So, das hat sogar Deckel. Ja, und das kann man sehr bequem mitnehmen, das irgendwie draußen zu malen, ja, das ist sehr schön, ja, und das spart sehr viel Platz, ja, da muss man ein bisschen trainieren mit dieser faltbare, dieser Ding, wie das funktioniert, aber das ist sehr gut, ja, und was ich noch habe, ist das, das Neuigkeit, Agave Watercolor. Sehr kleiner Malblock. So,
So, jetzt muss ich überlegen, was ich, welche Motiv male ich. So.